So, und damit, ich denke mal, für heute der letzte Part. Ist immer noch die gleiche Aufnahme, ist immer noch Sonntag. Ich habe heute den ganzen Tag nichts damit, nichts gemacht, außer Dingsbums. Gezockt. Dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken, ne? Vorrat. Das ist okay. Haben wir ja alles. Was für ein Glück, dass du hier bist, Fremde. Hallo, Jax. Ich bin Jax. In der Höhle, da sitzt ein Trupp von Tenakt. Die haben wohl Ärger. Mindestens ein Verletzter. Ich will ihnen helfen, aber die Tenakt könnten so ein Angebot als Beleidigung verstehen. Auch wenn sie Hilfe brauchen. Unterstützt du mich? Ich sah dich vor dem Chor sprechen. Ich weiß, du kannst überzeugend sein. Und wenn es hart auf hart kommt, bin ich mit deinem Speer an meiner Seite stärker. Ich werde es versuchen. Du da! Das Lager gehört dem Adlertrupp. Verschwinde oder stirb! Ruhig, Adler. Ich will nicht kämpfen. Nur verhandeln. Du kennst unser Zeichen dafür? Lasst uns rein, dann reden wir. Soweit, so gut. Ihr seid weit weg von der Wüste. Was? Die Person wurde geblendet? Mann, dir entgeht auch gar nichts. Offenbar ist eure Trainingsmission nicht gut gelaufen. Wir wollen euch helfen, wenn ihr annehmt. Woher weiß ein Utaru von unserer Trainingsmission? Er kannte auch das Verhandlungszeichen. Er ist kein Utaru. Oder Tenakt. Er muss ein Veteran sein. Ein Veteran? Dachte, von denen gibt's keine mehr. Wir brauchen keine Hilfe von kaputten Bauern. Wenn ich mich nicht täusche, sieht das ganz anders aus. Schwester. Klingt, als möchten sie uns nur helfen. Warum denn nicht? Sag doch einfach, wem wir gerade eben geholfen haben. Was ist ein Veteran? Ich wurde als Tenakt geboren, dann aber gegen Tribut den Utaru gegeben. Tribut? Als es noch viel gab, boten die Utaru den Tenakt jährlich Nahrung, um den Frieden zu wahren. Irgendwann wurden bei diesem Tribut Menschen ausgetauscht. Die Tenakt brauchten fähige Jugend für ihre Clankämpfe. Und die Utaru, erfahrene Veteranen zur Ausbildung ihrer Verteidiger. Und so ein Soldat war ich. Mit Betonung auf wahr. Vielleicht brauchst du meinen Speer ja doch noch. Ihr seid auf einer Trainingsmission? Maschinenjagd. Ein letzter Test, bevor ein Trupp den aktiven Dienst beginnt. Alles ist gut gelaufen. Wir konnten einen Krallenschreiter stellen. Aber er floh in eine Herde Dornrücken. Einer stürmte wild los. Corey konnte gerade noch ausweichen und gab dem Vieh eins mit. Ich traf einen Säurekanister. Das war wie Feuer in meinen Augen. Schreckliche Wunde. Ich hätte nach vorne gehen und die Herde sehen müssen. Nein, ich hätte den Kanister sehen müssen. Was braucht ihr? Vorräte. Dörrfleisch, Munition, Waffen, Lagerausrüstung. Recht viel für eine Reise zurück in die Wüste. Alles, was wir brauchen, ist in Flusswacht. Da liegt noch eine Menge Kriegsbeute rum. Reste von der Schlappe. Die Schlappe? Als unsere Truppen die Kaja nach Fahrlicht vertrieben, ließen sie die Falken die Niederlage spüren. Das tat weh. Marschall Kenira erschoss fliehende Kaja von einem Turm in Flusswacht aus. Ihr Trupp sammelte die Beute. Das Zeug liegt einfach so rum und wartet auf uns. Da streifen tödliche Maschinen herum. Und die Ruine steht auch kurz vor dem Einsturz. Du meinst, Maschinen und Ruinen können den Adlertrupp aufhalten? Nein, aber diese Wunden. Jax und ich holen euch die Vorräte. Das ist unsere Mission. Die überlasse ich doch keinem... Na gut, komm mit uns. Gut, ihr drei haltet hier die Stellung. Bis später. Pass auf dich auf.
So, Sokora. Wenn du wüsstest, wie wir jetzt gerade schon eben aus der Patsche geholfen haben, wärst du ein bisschen entspannter. Zur Ruine geht's da lang. Wenn wir erst die Vorräte haben, wird alles wieder gut. Was sagst du? Was soll das bitte heißen? Der Zustand deines Bruders ist... Das ist nicht dein Problem, Bauer. Was sagst du? Sag das nicht ständig. Ganz ruhig. Wir wollen doch nur helfen. Das sagst du. Also so wie die drauf ist, würde ich ja am liebsten meinen Speer in den Arsch schieben. Wir müssen den Fluss überqueren und das Fremdenlager an der Straße meiden. Eindringlinge. Sie sind Fremde in diesen Landen, genau wie ihr Adler. Oh. Stimmt das nicht? Ich hasse es, nass zu werden. No. Sie ist hart wie ein Verwüster. Das habe ich gehört. Warum hat die keine Schuhe an? So schwimmt mein Mädchen. Ich werde das unterwegs abschütteln. Ja, machen wir. Oh, schade, das klappt nicht mehr. Oh, ich dachte so schön im Kreis rennen oder so wie bei Zero Dawn, aber... Das ist ja lame, dass ich nicht mehr so schön... Och. Maschinen. Wo haben wir denn noch mal eine? Ich meine, hier wären mehrere gewesen. Ja, hier sind einige. Lappen. Das war die letzte. Das hatte ich im Griff. Könntest dich auch einfach bedanken, Jungspund. Ich hätte es besser hinbekommen, wenn ich nicht auf dich... Der Bauer hat seinen Kampfgeist wohl doch noch nicht verloren. Die Vorräte liegen da oben. Das ist verdammt hoch. Höhen schrecken den Adlertrupp doch nicht ab. Was willst du damit sagen, Opa? Genug. Ich kann gut klettern. Ich hole uns die Vorräte. Komm, mal sehen, ob wir die Maschinen zerlegen können. Vielleicht bringe ich dir da mal was bei. Was soll ein Bauer denn bitte dazu wissen? Ich habe Jahrzehnte Erfahrung und dich gibt es erst sehr kurz. Ja. Würde ich aber auch sagen. Ich muss einen Weg in die Ruinen finden. Man muss vorbereitet sein. Ungestüme Jugend. Der alte Mann will dir nur helfen und er ist immer noch so freundlich. Und du? Alter Schwede. Nee, 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 nee. So, Weg hier rein. Lass mich raten, das muss ich irgendwie hier oben machen. Also da fand ich den ersten Teil besser. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie hier zwar die Story weitergemacht haben, aber irgendwie auch so ein bisschen...
Einfach neue Fähigkeiten, Feuer frei und fertig. Aber vielleicht wird es ja noch. Ich will dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben. Sieht wie eine Art Keller aus. Ich muss irgendwie hoch. Das ist der. Das ist der SM-Keller. Hier gibt's Fesselspielchen, Aloy. What? Okay, das Vorratslager dürfte ganz oben im Turm sein. Noch. Aber wie komme ich da hoch? Warum sind die Schatten so komisch? Ein bisschen weird. Ey, Leute, da kommen wir locker hoch. Wo kommst du denn nicht hoch, Mädchen? Okay. Na gut. Das sind nicht die Vorräte, die ich suche. Ich suche besser weiter. Lass mich raten, wir müssen hier von... Also offiziell von dort aus wahrscheinlich. Verrottendes Holz. Mit etwas Schwerem könnte ich es zerstören. Da, bitte. Ich bin drin. Hallo, ich hab doch... Boah. Um da hochzukommen. Gut, ich hätte es auch anders machen können. Ich muss es von weiter weg versuchen. Wieso? Lief's doch ganz gut. Ich finde, das machst du super, Aloy. Ich meine, wir hätten auch von da drüben wahrscheinlich gleiten können. Das ist zu wenig. Sicherlich die Vorräte, die Sokora wollte. Lass mich mal überlegen. Ups. Das ist wahrscheinlich jetzt so ein besonderes Ding. Nicht schlecht, Herr Specht. Die Jägerin wird so reden. Ja, ich weiß, Aloy. Ich will's trotzdem durchsuchen. Meine Güte, ich weiß ja, wohin wir wollen. Kann ich ja nicht hoch? Ich meine, an sich ja ganz cool.
Das wird die Truhe sein. Das sind sie also? Werden nicht lange reichen. Dich kann man echt nicht alleine lassen. Da hast du recht. Jax und Sokora haben Ärger. Lass mich raten. Die Kleine war einfach übermütig und wollte auf den Alten nicht hören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Alte die in Gefahr gebracht hat. Da sind Jax und Sokora. Ich muss da rein und diese Maschinen erledigen. Dann mal los! Yo! Was für dich? Na, mach den Mund auf. Ganz schön flinkes Hippo. Geschafft. Erstmal die Dinger. Erstmal die Dinger hier suchen. Bevor die hier alle sich auflösen. Lass mich raten. Der Jax ist gestorben. Oder die Sokora. Ich weiß nicht. Je nachdem, wie sie das twisten wollen. Ah, ne, die sind beide noch am Leben. Das ist gut. Mensch, ihr beiden Zankzorngiegel, hä? Der Kampfadler, obwohl du das Ding nicht hättest provozieren müssen. Was hast du gefunden? So gut wie gar nichts. Sokora, es gibt hier Nahrung für circa einen Tag und ein paar vertrocknete Heilkräuter. Da sollte doch mehr sein. Genug für... Ihr wolltet nie wirklich nach Hause gehen, nicht wahr? Wie meinst du das? Ein Blinder kann nicht kämpfen. Und wer nicht kämpfen kann. Die Tenakt werden Cory töten, weil er blind ist? Er muss gegen eine Maschine kämpfen. Das halten sie für würdevoller. Es ist dennoch ein Todesurteil. Das stimmt. Ihr wolltet mit den Vorräten also in der Wildnis leben. Ich dachte, es würde für den Anfang reichen. Können sie nicht in Reinklang bleiben? Reinklang kann jetzt schon selbst kaum genug. Der Chor würde das nie erlauben. Wir sollten zurück. Ich bringe den Jungspund heim. Wir treffen uns an der Höhle. Gut. Ja, war nicht ganz so geil, ne? War nicht ganz so optimal, aber ja. Das ist theoretisch ein Todesurteil. Genauso, als würdest du einen Blinden gegen den Tiger in den Käfig stecken. Hier hast du Speer, hier sind Tiger, Feuer frei. Dann würden die meisten gesunden Menschen, vor allem hierzulande, sowieso schon ein Problem haben. Naja gut, Tiger ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, jedes Raubtier ist... ja. Besser als jeder zivilisierte Mensch. Sind nicht die Vorräte, die ich suche. Brauchst ja auch keine Vorräte, Aloy. Und, ja doch, hier.
Ich jetzt echt 2 Dosen Zeug schon wieder? Ich habe 5 Dosen Zeug getrunken. Ja, so ist das. So. Dann wollen wir mal. Wie soll ich Ihnen beibringen, dass ich versagt habe? Sag die Wahrheit. Ganz einfach. Hey, Boys. Wir wollten gerade reingehen. Was erzählst du ihnen? Dass wir stark sein müssen. Dass es auch ohne Vorräte gehen muss. Das wird ein hartes Leben. Wenn wir zurückgehen, würden sie Cory einfach ermorden. Es muss irgendwie anders gehen. Ich wüsste nicht, wie. Dann haben wir jetzt alles. Der Vorrat war leer. Aber wir kriegen das auch so hin. Ihr dürft wegen mir nicht verhungern. Geht ruhig. Nein! Jax. Du sagst, Reinklang hat jetzt schon nicht genug, um alle aufzunehmen. Und nur ich lasse meinen Bruder nicht zurück. In Reinklang ist er sicher. Und der Rest von euch kann nach Hause. Das ist die einzige echte Option. Das wird dem Chor nicht gefallen. Aber was, wenn ich für ihn bürge? Wenn ich ihm zu essen gebe? Das könnte klappen. Natürlich nur, wenn Cory das will. Nein! Ihr nehmt ihn nicht mit! Sukura? Das ist wohl die beste Option. Hier draußen bin ich nur eine Last. Das ist mein Wille. Lasst mich mit ihm gehen. Wenn du unbedingt willst. Aber Bruder, das bedeutet nicht das Ende für uns. Ich besuche dich in Reinklang. Und weder Utaru noch Tenakt können mich aufhalten. Das würde ich Ihnen auch nicht raten. Bleib hier und helfe ihnen packen. Dann nehme ich Cory mit mir. Du hast Kraft und Weisheit gezeigt. Das sieht man nicht oft. Ich danke dir und sie sicher auch. Gut. So, aber doch schon mal. Warum kann ich das nicht machen? Wollen wir mal gucken, was gibt's denn noch für Quest? Also Nebenquest oder so. Aufträge. Nee, da müssen wir hier jetzt weiter. Dann müssten wir hier jetzt erstmal weiter. Den. Den Langhals, den melde ich mich mal. Den markiere ich mir jetzt mal.
Damit ich mal ein bisschen das Kartenareal aufdecke. Ich glaube, hier sollte ich nicht rausgehen. Hab's aber trotzdem gemacht. Komm, warum nicht? Passt. Medizinbeutel, alles ist voll, das ist super. Warum hat die Musik eben Rebellenreiter? Kämpfen gegen irgendwas. Na komm her. Wo ist der denn hin? Ich sehe nichts. Steckst du doch nicht hinter deiner Maschine, du Lappen. So, der ist hinüber. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhaben. Alter, der hat gesessen. Schaffen die nicht, ne? Junge, ich habe gerade eine ganze Maschinenherde platt gemacht. Du kommst an und willst dich mit mir anlegen, du Lappen. Warum bist du so dumm? Warum war der jetzt so ein bisschen dämlich? Ungenutzte Spulen! Ja, ich weiß, was ich damit machen kann. Meine Güte. Kann man das nicht ausschalten? Das ist doch nervig. Kommst du jetzt her oder bleibst du da oben? Ist nicht so, dass ich nicht treffen würde, ne? Ja gut, ne? Wer nicht will, der hat schon.
Jetzt sehe ich nichts mehr. Ist halt krass, dass die ganzen Verderber, die eigentlich beim ersten Problem waren, dass die eigentlich... Krötenechse. Lass mich raten. Oh! Müssen wir bestimmt auch irgendwas jagen. Ja. Skorpion. Ich muss mir den Sand abklopfen. Ja, die Stürme sind nicht das Problem. Nabelschwein, ja, kriegen wir auch schon irgendwie hin. Das war noch ein ganz junges. Ja, wie und wo komme ich da am besten lang? Wo ist das Vieh, was ich jetzt runtergeholt habe? Werden vom Langhals einfach platt gemacht. Ja. Natürlich. Thank you.
Och. Kacke. Ja, soviel zum Thema. Schauen wir mal schnell den Langhals. Also hatte ich mir zumindest gedacht, aber... Klingt, als wären da Leute in Not. Hey, hier drüben! Du, Nora, kannst du uns mit diesen Stürmern helfen? Wir sollten das Gebiet doch gegen Fremde bewachen. Nora kämpft gegen die Stürmer! Das heißt nicht, dass du damit aufhören kannst! Jetzt haben wir eine Chance! Wollen. Ja, ja. Und weiß zwar nicht, was sie wollen. Ihr seid wohl eine Tenakt-Patrouille. Wie seid ihr mit den Stürmern aneinander geraten? Du musst unsere Fragen beantworten, nicht wir deine. Hatakto, sie hat gerade für uns gekämpft. Das macht sie nicht zur Verbündeten. Doch, das macht sie ziemlich genau dazu. Und diese Regala Eiferer reichen schon. Wir müssen uns nicht noch mit Nora-Kriegerinnen anlegen. Regala ist eine Wüstentenakt. Wir sollten an ihrer Seite kämpfen, statt alles auszusitzen. Regala hat ihre Pflicht vergessen. Und ihre Wut auf die Kaja zog uns dann in... Wir reden später darüber. Dein Kampf war mutig und ehrenvoll. Es steht dir frei, den Hain zu betreten, Nora. Den Hain? Unsere Hauptstadt. Wenn du dich in diesem Gebiet aufhältst, solltest du dich bei den Kommandanten dort melden. Wenn Regal gut. Die Pflicht vergessen hat, warum bestrafen wir sie dann nicht? Weil wir Befehle befolgen. Und die lauten, in diesem Kampf neutral zu sein. Lass mich raten, ich muss wahrscheinlich zu dem Lagerfeuer. Hallo Schweinchen, schön, dass du... So. Weißt du, was drauf geschissen, egal wie lang der Part jetzt wird. Ich will diesen scheiß Langhals noch machen. Arschloch. Warum haben die denn diesen Overlord-Skill? Leck mich! Was?
Ich weiß nicht, dieses Overload-Ding finde ich ein bisschen weird. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, jetzt haust du ab, hör du Lappen. Ich will doch nur diesen Langhals. Warum sind die Viecher denn alle immer so ultramäßig stark? Was haben die denn damit? Was ich immer so nicht leiden kann, ist, um ein Spiel interessanter zu machen, einfach die Viecher größer, stärker, härter und so. Dann denke ich mir so, ja, da geht doch einiges an Innovation verloren. Ich meine, es zeugt jetzt nicht großartig von Können, da jetzt so einen Plündererverschnitt reinzusetzen und zu sagen, okay, du kannst jetzt einmal hier so 10... 3 Sekunden schießen und einmal, wenn du halt gut damit klarkommst, machen wir einfach 200 raus. Alter Schwede. Nee, also irgendwie könnt ihr sagen, was ihr wollt.
Man merkt einfach so ein bisschen, also entweder sitzt da jemand, saß da jemand anderes dran oder irgendwie haben sie sich so gedacht, ja, Hauptsache more badass motherfucker, anstelle von Innovation und Freude. Wie gesagt, Horizon Zero Dawn habe ich auf sehr schwer. Nicht auf ultra schwer, weil da warst du nämlich größtenteils echt im Arsch. Aber zumindestens auf recht schwer. Ja, wo komme ich denn da am besten hoch? Höchste Ausguckplattform wäre hier. Aber ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Naja, kommt hier sowieso nicht lang. Wenn dann hier, aber... Der ist gelockt. Oh, komm schon. Na gut. Dann gehen wir noch zu diesem Feuerchen, speichern ab und dann ist der Käse auch gegessen. Gibt's noch eine neue Fähigkeit und so? Oh. Kannst sagen, was du willst, aber man kann es mit den Fähigkeiten auch ein bisschen übertreiben. Donnerkiefer, klar. Den mache ich beim nächsten Mal, Freunde. Ich bin durch für heute. Controller ist auch leer, siehst du mal. Also Leute, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.